work, but you gotta put it work, 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 work. Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Akuma, und willkommen zum neuen Video auf meinem Anonymous Clan Channel. Kommen wir zuerst zum Gameplay, und zwar das ist eine Quad Nuklear in Black Ops 2 mit der Ska-H auf Hijack gegen vier Gegner, erspielt von dem lieben Shanks. Shoutout an Shanks für den geilen Namen. Hashtag One Piece Forever, auch wenn er es nicht richtig geschrieben hat, aber ich glaube, das war natürlich Absicht. Das heutige Thema, meine Freunde, ist ein Thema, was mir vorher nie so aufgefallen ist, aber vorhin ist es mir so ins Gedächtnis gekommen. Da ist es mir so zum allerersten Mal aufgefallen in meiner gesamten Laufbahn als Kommentator für einen Clan. Verspreche vor dem Schwanz im Mund. Und zwar Drop, also unser Leader, hat mich vorhin angeschrieben, meinte, Dude, kannst du ein Video machen? Ich so, ja, kein Ding. Ich überleg mir ein Thema, die ist das. Und er meint dann so, ja, das Video ist grundsätzlich schon fertig, also beziehungsweise er wollte das erst machen, Thumbnail und so, und alles ist schon fertig gemacht gewesen, und er hat gemeint, yo, ich wollte eigentlich Video darüber, da und da drüber machen, könntest du das nicht auch machen? Als kleine Sache, das Video sollte über ApoRed gehen, also über seinen neuen Track, die ist das, und dann habe ich gesagt, du, also wir haben dann telefoniert und ich habe dann gemeint, so, Digga, ich mache kein Video über ApoRed, jetzt nicht irgendwie, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern einfach, als Person finde ich ApoRed nicht wirklich interessant, er ist halt ein YouTuber und er wird extrem gehypt, was ich auch verstehe, weil er vielleicht für eine jüngere Zielgruppe eine recht interessante Person ist, und generell vielleicht mag man seine Musik, vielleicht mag man seine Videos. Ich persönlich muss sagen, ich habe ihn nicht abonniert. Ich mag auch seine Musik nicht. Also ich finde sie schon lustig und es ist auch ein bisschen unterhaltsam, aber ich finde ihn halt als Gesamtperson nicht wirklich hochinteressant. Auch wenn der Hype um ihn immer recht extrem scheint oder recht extrem ist und viele ihn auch wirklich feiern oder viele ihn auch haten, je nachdem. Für ihn ist ja der Klick, also es ist ja Geld letztendlich, ob es ein schlechter Klick ist oder ein guter Klick, ist ihm im Endeffekt Schnurz, also seine Kohle kriegt er so oder so und die Aufmerksamkeit kriegt er ja sowieso. Und da habe ich gemeint, nee, Digga, ich möchte über den kein Video machen, und ich hoffe, also er hat es dann auch verstanden, hat gemeint so, ja, es war halt so sein Ding, was er machen wollte, aber ich persönlich muss sagen, ich könnte über diese Person kein Video machen in dieser Form, wie Drops es gemacht hätte. Das Video sollte, wie gesagt, über den neuen Track, was auch immer, von ApoRed gehen. Ich habe irgendwie keinen Plan, was da in den Startlöchern steht. Ich verfolge ihn nicht wirklich. Hab nur das mit Photoshop mitbekommen, und so Beef-Zeug kriegt man halt über YouTube eben mit, wenn man Kommentator bei einem Clan ist, vor allem, der auch COD macht. Und ApoRed war ja vorher auch COD-YouTuber. Und da muss ich sagen, früher habe ich ApoRed ab und zu geguckt, so sein Chatroulette-Zeug und sowas. Kommt er jetzt heute nicht mehr, und deswegen habe ich ihn noch nicht mehr abonniert. So Chaosfreak und sowas feiere ich zum Beispiel. Die sind ganz cool. Chaosfreak und Krappi. Altana, der macht zum Beispiel auch gute Musik. Aber ApoRed ist für mich so eine Nahperson. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass man sich selbst als Kommentator, als YouTuber, was auch immer, als, was weiß ich, du kannst auch Fernsehmoderator oder Radiomoderator sein, man selbst sollte sich, was so Themen angeht, immer real bleiben. Mein Drops wollte jetzt das Video machen, weil es halt für ihn halt so das Thema war, was er machen wollte, und hat mich halt noch gefragt, ja, würdest du das nicht auch machen wollen? Habe ich halt gesagt, nee, du, geht nicht, will ich nicht. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass man sich selbst bei der Themenwahl oder generell bei dem, was man macht im Leben, sollte man einfach immer, ich sag jetzt, das klingt immer so komisch, man sollte halt einfach real bleiben. Man sollte halt einfach so sein Ding machen und sollte nicht sich so von anderen, auch wenn es vielleicht in dem Moment von Drop nicht so gemeint war, also klar, ich weiß natürlich, dass er mich das nicht zwingen wollte oder so, auf keinen Fall, das würde ich mich auch nie zwingen lassen, so. Er hat mich halt einfach gefragt, ob ich es nicht machen wollte. Und man sollte sich auch niemals in so eine Geschichte reinzwingen lassen. In dem Fall war es jetzt halt nicht so, aber man sollte es, wenn es so weit kommen sollte, sollte man sich auf jeden Fall nicht in die Rolle von irgendwas zwingen lassen, wenn es dann heißt, ja, mach ein Video über ApoRed oder sowas, würde ich niemals sagen, ja gut, wenn du das sagst, dann mache ich das. Wenn es eine geile Idee gewesen wäre und ich hätte das gefeiert von wegen so, yo, mach ein Video über das neue Ali Boumaier Album, was ich mir zum Beispiel gegönnt habe, also die Box, die ist geil, Leute, kauft euch die, kein Product Placement, yo. Dann hätte ich gesagt, yo, geile Sache, gar kein Thema, mache ich auf jeden Fall. Aber wenn halt ein Thema kommt, wo ich sage, jo, nö, juckt mich eigentlich nicht, was der macht, oder juckt mich nicht, wer das ist, oder das ist einfach ein Thema, wo ich keinen Bock drauf habe, was ich einfach nicht interessant finde, dann würde ich an eurer Stelle auch da kein Video drüber machen, sei es in YouTube oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Leute, lasst euch in keine Rolle zwingen, bleibt real, bleibt euch selbst treu, macht das, worauf ihr Bock habt. Das war so die Message von dem Video, was ich einfach vermitteln wollte. Wenn ihr es verstanden habt, freut es mich. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, tut es mir leid. Ihr könnt im Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, schaut auch beim Gameplayer-Spieler vorbei. Der hat, wie gesagt, den besten Namen EU West. Und ja, bleibt wie immer sauber, Leute. Und haut rein. Ciao.